Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem 7 Heiligen Städten Achievements Run. Ich überlege gerade, waren die echt schon immer alle so weit da oben? Die ganzen Hindu-Dinger? Habt ihr. Ist das Hindu? Der Glaube da? Ja, ist er. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich hätte es mir viel einfacher machen können. Wobei es eigentlich aufs Gleiche rauskommt, aber ich wollte hier unten starten. Ich weiß nicht warum, ich wollte hier unten starten. Ich fand das eine interessantere Startposition. Es muss ja auch ein bisschen interessant sein. Klar hätten wir einfach hier oben starten können. Aber ja, dann wären wir da oben gestartet halt. Das wäre halt auch nicht. Das ist, naja, egal. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde ihn gerne unterwerfen, könnte ich auch. Geht aber nicht, weil meine Ruhmstufe zu niedrig noch ist. Heißt, wir müssen halt quasi erstmal Folgendes machen: unsere Untertanen erpressen. Für ein bisschen Kohle. 410 Gold, 10 Schrecken, 610 Gold, 20 Schrecken. 410 Gold, krass, wie viel Geld das einfach hoch ist. Coole Sache. Wir tun nebenbei natürlich weiter bekehren. Und ja, wir haben so viel Geld. Kann natürlich alles ausbauen. Immer stärker werden, das ist quasi das Ziel. Unsere Macht immer weiter erhöhen. Und natürlich kann man das mit solchen Erpressungen auch wunderbar machen. Die Kultur wechselt zu Temilisch. Öffentliche Tradition geachtet. Okay, öffentliche Tradition achten klingt schon mal ganz gut. 7525 Mann haben wir in der Zwischenzeit zur Verfügung. Er ist 45, ihm geht es immer noch bestens. Er ist unser Sohn und Erbe, er erbt alles alleine. Er ist auch mein Untertan. Ich bestimme, was er machen darf und was nicht. Mit dem bin ich verbündet. Die sind halt relativ stark, aber die haben unglaublich viele Kriege. Unterwerfungskriegsgrund. Ich habe auch Ansprüche gegen die zu. Ich könnte Ansprüche sogar durchsetzen. Die haben halt viele Kriege am Laufen aktuell. Die haben ja jede Menge Kriege am Laufen. Könnte man eventuell mal durchsetzen. Unseren eigenen Anspruch auf das Ganze. Lass mal den hier reinrekrutieren. Er ist ein fähiger Diplomat. Das Ding ist, die meisten Truppen kommen nicht mal von denen selber, sondern von denen ihren Verbündeten. Ich kann jemanden vasalisieren. Cool. Wen denn? Ihn? Nee. Ich habe ihn vasalisiert. Hör auf. Cool. Ja, den könnte ich gleich mal zum Diplomaten machen. Das macht es jetzt für mich deutlich einfacher. Hier, hau ab. Du wirst Diplomat. Coole Sache von ihm, echt. Hätte ich nicht gedacht. Die Bauzeit verringern. Ist doch mal eine entspannte Sache. Da kriegst du gleich nochmal ein Geschenk. Oder? Nee, komm. Brauchst kein Geschenk. Du magst mich doch sowieso. Es kommen wieder Bauern. Gehen wir schon auf den Sack, diese Bauern. Die können eh nichts. Das ist so, als ob man, keine Ahnung, mit dem Hund Fußball spielt und denkt und erwartet, dass der Hund gewinnt. So ist es mit den Bauern gefühlt. Wo sind die jetzt hingefahren? Ah, da sind sie hin. Hast du wenigstens den richtigen Glauben gleich? Hat er auch schon. Das ist ja ein Traum. Gleicher Glaube, gleiche Kultur. Ist doch ideal. Was willst du mehr? Das ist doch perfekt gelaufen. Aua. Haben mir gerade meine Hand angeschlagen. Jetzt haben wir übrigens das komplette Königreich im Besitz. Bis auf das hier. Das gehört uns noch rechtmäßig. Was ist denn mit dir? 1520 Mann, er verteidigt. Ach, die Region habe ich auch noch mitbekommen gleich. Aha. Hübsch, hübsch. Ja, danke, danke. Kann ich da nur sagen. So, ihr wollt heiraten. Achso, die haben wahrscheinlich schon geheiratet. Deswegen kann ich das nicht mehr selber abschicken. Die sind noch alle unverheiratet. Ja, irgendwann werdet ihr auch heiraten. Keine Angst. Irgendwann ist es auch bei euch soweit. Wie lange brauchst du noch, um da hier die Religion zu bekehren? 2 Jahre noch. Ach Gott, ey. Verlorenes Wissen. Plus 2 Verwaltung. Oder plus 1 Verwaltung. Ach Gott. Natürlich habe ich nicht das verlorene Wissen bekommen. Es wäre ja zu einfach gewesen, ne? Das wäre zu einfach gewesen. Ich nie. Ich habe niemals Glück. Jetzt habe ich so viele gehaltene Herzogtümer. Was habe ich denn noch? Pandinadu. Ah. Oh. Nee, warte mal. Da ist aber eine Provinz, die mir gehört, rechtmäßig eigentlich, aber. Ja, komm. Tu den Titel vernichten. Mach mich ein bisschen unbeliebt jetzt wahrscheinlich bei ihm, oder? Weil ich den Titel vernichtet habe, ja. Ja, 10 Jahre. Er wird's überleben.
Bin mir sicher. Ich habe so viel Asche. Ungelogen. Ich habe so viel Asche, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich könnte übrigens eine neue Burg errichten. In unserem Hauptbesitztum. Was ich auch mal machen werde, tatsächlich. Ich empfinde das für eine gute Idee. Man, die anderen Dinger hier, die... Ich könnte ja für meine ganzen Untertanen auch was bauen. Die bauen selber schon ganz fleißig. Die haben selber schon alle. Die sind selber schon alle am Bauen. Ja, noch nicht so richtig. Was kann ich denn für dich hier bauen? Zünfte auch nochmal. So viel Asche, ey. Ich baue mal alles was. Hier, komm, ich baue mir für euch, komm. Ich bin auch ein netter Herrscher. Ich bin auch der netteste Herrscher, den man sich vorstellen kann. Und... Ja, 100 Frömmigkeit. Dankeschön dafür. Ich bin mit denen... Ja, bin ich? Habe ich einen besseren mal? Ne, wieder nickt. Problem ist halt... sie ist unverheiratet, aber das Ding ist halt, selbst wenn ich jetzt jemanden finde, ne? 23er Bildungswert, das ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Er ist landlos, niedrige Geburt, er ist in Aidoihaya. Hat aber die falsche Kultur, den falschen Glauben. Müssen erst größer werden. Ratskanzler wird nicht mit Vasallen fertig. Echt jetzt? Alter, bitte, du hast einen 11er Diplo-Wert, das ist okay eigentlich. Ach Gott, ey. So ein nutzloser Kuchen, ey, ich sag's euch aber gleich. Anspruch fingieren auf das Ganze hier, bitte. Republikanische Herr Samakina, eigentlich. Monatliche Einnahmen im Krieg plus 10%. Ich würde da denen, die werden ja immer stärker, die haben auch mega viel Krieg. Ich weiß nicht, warum mir das so niedrig angezeigt wird. Ist doch egal, komm. Ist doch wurscht. Es ist mal wieder an der Zeit für Krieg, würde ich sagen. Aber wo ist es mal wieder an der Zeit für Krieg? Lass mal meine Kriegsvölker hier komplett ausheben. Geld habe ich ja genug eigentlich. Eure Gemeinde in Not. Da kümmere ich mich natürlich persönlich drum. Als guter Anführer. Das tun wir ja mal erobern. Und das noch erobern nebenbei. Ich möchte jetzt erstmal dann das Großreich von Dekanien gründen. Da fehlen mir auch noch tausende Grafschaften für, leider. Und dadurch, dass ich ja hier wirklich relativ entspannt an die ganze Geschichte rangehe, weil ich sage, ja, ganz ehrlich, wir haben ja alles Zeit der Welt. Ist jetzt auch nicht so, dass ich hier krass unnötig viel expandiere, ne? So. Dich erstmal erpressen. Danke für die Kohle. Kann ich nochmal Untertanerpressung nutzen? Schon wieder, ja. Hör mal her damit. Das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld, was man da einfach bekommt. Dass man natürlich wieder in seine eigenen Provinzen stecken kann. Durch die Provinzen alle weiter auszubauen. Und das macht mich natürlich noch weiter stärker. Er wird geduldig. Großzügig. Fleißig, ja, perfekt. Was willst du denn mehr, außer fleißig zu sein? Ja, damit haben wir das Kriegsziel schon mal besetzt. Geht mal weiter dorthin. Weil die haben so viele Kriege am Laufen. Ich glaube nicht, dass die hier groß irgendwas gegen uns ausrichten können aktuell. Dankeschön für den Anspruch. Gegen das hier. Dann bekehrst du mal weiter. Die letzte Bekehrung, da haben wir das komplette Reich bekehrt. Schau an, schau an. Den geht die Versorgung ein bisschen aus. Da müssen wir uns drum kümmern. So, das Lösegeld mal pressen. Mal zwei. Ich habe hier unten irgendwo Einheiten fahren sehen. Das sind aber andere. Das sind Plünderer. Dass ich nochmal Plünderer hier sehe, hätte ich auch nicht gedacht, ne? So, geht's schon mal dorthin. Hier geht's mal dorthin. Haben schon 49%. Ich habe noch nicht mal eine feindliche Armee gesehen. Oh, da ist sie. Wohin des Weges? Ah, die kommen alle. Okay, dann gibt's hier wahrscheinlich schon eine Schlacht, mal. Wir kommen auf der Schlachtbank. Okay. Ich bin zu langsam. Ah, wir haben die Schlacht nochmal in letzter Sekunde drehen können. Wie schaut's aus am Hofe? Haben wir einen Arzt? Nee, noch nicht. Habe ich denn einen Fähigen? Ja, wobei, meistens kann ich einfach die noch als Hofarzt auch noch gleich einsetzen. So, die Schlacht gewinnen wir. Mein Ratsmarschall ist dabei leider scheinbar von uns gegangen. Naja, wird's überleben. Naja, nee, wird er nicht. Der lebt ja nicht mehr. Beide Seiten mit hohen Verlusten. Ich glaube, dass wir das wirklich etwas entspannter ausgleichen können als die. Ich glaube, dass wir da etwas
deutlich entspannter sind. Wir haben nicht so viele Kriege am Laufen wie die. Jetzt kommen sie da, die wollen wahrscheinlich hier die Provinz zurückerobern. Könnt ihr gerne probieren. Da kümmern wir uns dann gleich drum um euch. Okay, laufen jetzt nochmal eine feindliche Armee mit rein. Eine für die feindliche, für uns nicht. So, sie ist erwachsen geworden. Sie hat noch keinen Ehepartner. Wir suchen mal jemanden, der... Also, ob es jemanden gibt, ist mal die Frage. Landbesitzend, matrilinear, ob da was geht. Ja, sogar Herzöge. Oh. Perfekt. Hallo, bitte unterstützen. So, as fast as possible. Dankeschön. Plus 2,7 Prestige. I love it. Die Schlacht gewinnen wir auch wieder. Auch wieder mit hohen Verlusten auf beiden Seiten, leider. Ja, vor allem auch bei uns. Also vor allem wir haben wieder auch hohe Verluste erlitten hier. Aber wir werden den Krieg trotzdem gewinnen. Da gibt es keinen Zweifel. Wieder lauter Gefangene. Auf was habe ich denn da gerade geklickt? Was war denn das? Ich bin über Domänenschwelle. Warum bin ich denn jetzt über Domänenschwelle? Was ist jetzt kaputt? Ach so, ich habe eine neue Burg gebaut, ne? Oder? Was habe ich wieder getrieben? Hier. Wegen dem Ding. Wegen dem Ding bin ich über Domänenschwelle. Ja, komm. Viel Spaß damit. Kann ich mir notfalls natürlich wiederholen. So, die sind auf alle Fälle mal Geschichte. Wollte gar keine Schlachten mehr schlagen. Das Ding können wir beenden. Eigentlich wollte ich euch jetzt auflösen. Jetzt muss ich wieder irgendwo kämpfen. Gegen wen denn? Mit wem bin ich denn im Krieg hier? Ach Gott, da oben. Da komme ich doch niemals rechtzeitig an. Selbst wenn ich wollte. Ich weiß, dass ich über der... Dass ich über dem Domain-Limit bin. Das kann man natürlich ändern. Mein Enkel mal wieder. So. Sie ist auf alle Fälle... Meine Kinder sind auf alle Fälle mal alle verheiratet. Ja, ja, direkte Vasallmeinung minus 10. Ja, mal ganz ehrlich, die sollen sie nicht so haben. Machen wir direkt weiter, oder? Was? Gemeinde ausgepresst. Gemeinde auspressen, ey. Warum habe ich diesmal nur so wenig Asche bekommen? Diese ganzen Geizknochen. Hä? Man soll nicht so rumgeizen hier mit dem Geld. Ich brauche die Asche. Ich habe es echt nötig. Wenn wir mal hier die Kontrolle erhöhen. Leere Ratsposten. Gott, die sind alle so nutzlos. Ihr seid alle so unglaublich nutzlos. Das ist unglaublich, echt. Um jeden Preis, dann können wir noch Titelverkauf mit nutzen, weil selbst wenn da irgendwas schief geht, ganz ehrlich, wir sind in einer so starken Position bereits, das ist einfach unfassbar eigentlich, dass man so viel Glück haben kann, wie ich aktuell, hier mit meiner, in meiner Ausgangslage, das ist schon relativ selten. Es lief alles super, wir haben 41 Einnahmen extra im Monat. Könnte ich nochmal extra Onaga rekrutieren. Kriegselefantenboy, kein Bock. Kein Bock, ganz ehrlich. Ja, ich bin bekannt für meine Hingabe. Schon alle Maximalgröße. Und? Hallo? Geld. Jetzt hat 9500 Mann und wir sind nur so ein kleines Popelreich, als feudales Reich auch noch. Ach, ist es nicht schön? Ist es nicht schön, frage ich euch. Und wir sind geduldig, großzügig, nee, fleißig haben wir doch schon. Sind doch schon fleißig. Wir sind doch geduldig, großzügig und fleißig, sind wir doch schon alles. Er behält die, er verliert die Eigenschaft geduldig und nochmal fleißig. Nee, wir haben sie einfach komplett verloren. Wie buggy ist denn das schon wieder? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Können Sie jedenfalls erstmal ein Festmahl schmeißen, dass wir da Anspannung verlieren. Danach machen wir nochmal eine Jagd. Man muss nicht immer sowas annehmen. Ist es nicht so, dass man jedes Mal, wenn man Anspannung erhält, dass man dann sofort reagieren muss? Muss man nicht. Das ist wirklich nur Worst Case. So, wir sind eine eifrige Frohnatur geworden. Machen wir eine Jagd rein. Meine Frau ist gestorben. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Ja, denn sonst noch so 13. Achso, ich habe wieder falsch geschaut. Ich habe wieder nach landbesitzenden Herrschern geschaut. 22 und sie ist alt, hervorragend. Mehr will ich gar nicht. Perfekt.
Mögen Sie mich möglichst lange unterstützen. Er ist ein Wohlstandsschaffer geworden. Gibt's denn jemanden, der Land besitzt hat? Ein Weib? Die Alte da, hey komm. Snack dir mal die Alte da. Warum nicht? Komm, ist doch wurscht. Ach komm, vertick mal dich da für ein bisschen Asche. 134. Wir sind Jungjäger geworden, ist doch schön. Gut, das ist mir dann doch etwas zu wenig. Kann ich euch den Krieg erklären? Ich habe ja Ansprüche gegen euch. Die sollt ihr auch mal durchsetzen. Die Expansion in Richtung unserer religiösen Ziele geht weiter. Ah, schau an, da sind 1500 Mann. Waren 1500 Mann. Ah, leider nur 50%. Das sind immer die schönsten Kriege eigentlich, wo man dann vielleicht gleich 100% hat nach einer Schlacht. Die gehört leider nicht dazu. Kann nicht alles haben, ne? Kurz mit meinen ganzen Enkelkindern und Kindern was anstellen hier. Es gibt wieder Turnierprobleme. Naja, ist halt so. Kann mich halt nicht immer um alle Probleme auf der Welt kümmern. Wir haben Landvögte entdeckt, das ist gut. Jetzt kann ich eine neue Domäne nämlich auch noch haben. Tun die Belagerung abspalten. Nicht, dass die mir hier irgendwas klauen. Und machen weiter mit die Jure-Herzogtum-Kriegserklärung. Damit können wir schneller Kriege erklären. Naja, auch schon 100%. Machen wir gar nicht weiter, oder? Das ist doch nur unnötige Zeitverschwendung. Das Ding ist durch. Dankeschön für Uda Jagai, oder wie das Ding da heißt. Enkel Vasall. Wer ist militärisch der Schwächste? Mein Sohn ist militärisch der Schwächste. Nutzloses Stück. Mal schon mal sagen. Eine Schande, du bist für deinen Vater. Wir können übrigens dann doch auch einmal den Unterwerfungskriegsgrund nutzen. Ich würde ihn eigentlich am liebsten hier nutzen. Ich habe mit denen einen Waffenstillstand. Mit denen habe ich leider auch einen Waffenstillstand. Wie wäre es, wenn ich dich umbringe? Mal rein Interesse halber. Dann sind nämlich die Bündnisse weg. Dann kann ich ihn nicht unterwerfen. Und er hat nämlich echt geile Provinzen, die man sich snacken könnte. So, 95. Das wird höchstwahrscheinlich auch funktionieren. Oh, meine Tochter ist gestorben. Mögen sie in Frieden ruhen. Es wird der alten Oma verheiratet, ey. Ich krieg zu viel. Was hat er eigentlich für eine neue Fertigkeit bekommen? Fleißig, großzügig und zufrieden. Sprunghaft, nee. Treuherzig. Treuherzig statt zufrieden. Nee. Nee, komm. Bleib, was du bist. Hat das Geld auch gleich mal angenommen? Meine Einnahmen sind irgendwie gesunken. Achso, weil ich mein Kriegsvolk natürlich deutlich erhöht habe, logischerweise. Ich bin auch so hohl manchmal. Was, ist gestorben? Ist aber traurig. Es ist jetzt aber äußerst traurig für ihn. Das ist jetzt aber. Das hätte ich jetzt nicht gemacht an seiner Stelle. Weil mir soll es recht sein, ganz ehrlich. Kann halt gleich mal in 3 Armeen, 4 Armeen teilen. Möglichst schnell, möglichst viel belagern. Ah, hier gibt es gar nichts mehr. Immer dorthin, immer dorthin und immer dorthin. Schau mal, was die noch so zu setzen haben. Schau, die haben hier eigene Kriege auch noch am Laufen. Die sind richtig am Sack alle. Bauernaufstände. Ja, ja. Also ich tue hier quasi für die jetzt gerade noch Krieg für mehr oder weniger. Das ist ja auch ein Witz. Was ist für meine Feinde hier Krieg für? Ah, da ist die feindliche Armee. Die ist in meiner Hauptstadt gelandet. Hallo, mach nicht diese. Ja, hauen aber ab, wenn sie mich sehen. Ah ja, haut ruhig weiter ab. Aber ich kriege die schon. Ist die nächste gestorben. Können wir aufhören, alle zu sterben? Ganzen alten Weiber da. Sonst irgendwas. Vielleicht mal keine zu alte nehmen. Ja, das Problem bei der ist, sie können wieder schwanger werden. Ne? Aber ich möchte jetzt halt auch mal eine, wo ich nicht Angst haben muss, dass sie mir in den nächsten 10 Sekunden wieder abnippelt. 97%. Ich will wieder Anspannung erhalten aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen.
Muss ich gleich mal an Untertan erpressen zur Beruhigung. Geht ja gar nicht klar hier. Dankeschön. Dankeschön für Ihre finanzielle Unterstützung hier für mich. Das ist immer sehr, sehr nett, dass ich hier finanziell dann doch auch so stark unterstützt werde. Von meinen ganzen Untertanen, die mich alle so lieben, weil ich so ein gütiger und ein weiser und gutmütiger Herrscher bin. Baue ich überall nur Städte hin, die bringen einfach das meiste Geld. So, hier wieder kein Geld mehr. Na, was macht ihr hier? Was ist das Ziel? Wisst ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Ich komme wieder mit meinen restlichen Armeen zu Besuch. So, er ist erwachsen geworden. Er ist Wohlstandsschaffer plus 6 Verwaltung auch nochmal. Echt? Habe ich den noch Verwaltung erzogen? Okay. Hätte besser sein können. Aber ist besser wie nix. Und er ist noch unvermählt. Das können wir natürlich mal ändern. Wir suchen mal vielleicht jemanden wieder mit gewaltiger Gesundheitsbonus. Ja, vererbliche Eigenschaften. Da haben wir für ihn einiges an Auswahl eigentlich sogar. Aber manche sind mir zu alt. Nee, maximaler Altersunterschied bitte 5 Jahre. Gut, da gibt's gar nichts, außer sie. 10 Jahre gibt's auch nicht viel mehr. Gewaltiger Bonus, sie ist aber noch zu jung. Mittlerer Bonus. Und Verwaltungswert, 17 Jahre, nehmen wir sie. Gibt sogar noch ein Bündnis. Ihr könntet übrigens gerne hier zur Unterstützung mitkommen, weil ich die Schlacht sonst gleich verliere. Muss ja nicht sein. Okay, jetzt haben wir ihn zu unserem Vasallen gemacht. Oder? Ne, jetzt habe ich die alle zu meinen Vasallen gemacht. Dann machen wir es jetzt anders. Wir gründen die Herzogtümer, kostet natürlich wieder alles Asche und vergeben die Titel an unsere Dynastiemitglieder. Geh weg. Militärisch Schwächsten immer. Kriegst auch noch was. Den Titel kann ich nicht schaffen, weil ich kein Geld habe. Das ist eigentlich ein Witz. Eigentlich ist das ein Witz, dass ich einen Titel nicht schaffen kann, weil ich kein Geld habe. Würde mich doch verarschen, oder? Bin ja der Reichste überhaupt. Aber habe nicht genug Geld. Das muss doch erstmal schaffen. Ich kann erfolgreich schlichten. Das ist doch schön. Wir gehen nochmal auf eine Pilgerreise. Ah, nee, komm. Kann ich das nochmal ablehnen? Nein, ich möchte nicht. Ich habe gar kein Geld für eine Pilgerreise. Ich möchte erstmal nochmal einen Titel schaffen und dann die letzte Provinz auch noch abgeben. Mein Neffe wurde erschlagen. Was machst denn du für Sachen? Bist du schon verheiratet? Immer noch mit der alten Oma. Die Oma kann auch gerne mal sterben. So, für dich suchen wir auch nochmal jemanden. Jemanden, der Land hat und matrilineare Haare. Okay, gibt keinen. Dann suchen wir einfach mal jemanden, der vererbliche Eigenschaften hat. Ja, perfekt. 20 Jahre. Unsere Dynastie wieder ein kleines Stückchen gewachsen. Auch wieder genug Geld. Titel auch nochmal schaffen. Und den vergeben wir auch an... Den vergeben wir an ihn, komm. Jetzt haben wir einen guten Ratsverwalter verloren, aber ist nicht weiter bad. 44 neuen Einnahmen im Monat. Es gibt noch Bauern zur Feier des Abends. Die hatten wir schon länger nicht mehr. 10.000 Mann gegen 1.000 Mann. Ich erwarte einen kurzen, deutlichen Sieg. Genauso kam es dann auch. Und haben wir wieder einiges geschafft, diese Folge. Wir haben in der Zwischenzeit zwar immer noch nur eine einzige religiöse Stätte im Besitz, aber wir haben immerhin den ganzen Süden von Indien im Besitz. Und das Dekanenreich wächst weiter und weiter. Und nächstes Mal wird es relativ lustig, weil wir dann hergehen werden. Natürlich erstmal unsere eigenen Ansprüche wieder durchsetzen, also die von unseren Untertanen. Der möchte nämlich den Titel von Herzogtum hier wahrscheinlich, ne? Ja, er möchte das Herzogtum haben. Da kann ich eigentlich jetzt schon mal den Krieg erklären, dass ich das nicht vergesse nächste Folge. Wir haben natürlich Verbündete, die wir in den Krieg rufen können. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wir können auch ein Bündnis mit jemandem aus unserer Dynastie aushandeln. Zahlung verlangen wir auch noch kurz mit nebenbei. Perfekt. Dann
heben wir natürlich hier unsere Truppen aus. Einmal kurz entpausieren, dass die hier alle schön brav beitreten. Alle treten unserem Krieg bei, alle treten dem feindlichen Krieg bei. 5.900 gegen 12.400. Ich erwarte hier einen einfachen, swiften Sieg, hoffe ich. Mal schauen. Nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.